In diesem Fall herzlich willkommen alle Freunde von Torben Kuhlmann bzw. seinen Mäusen. Die Freunde seiner kleinen Mäuse. Er hat jetzt einen dritten Band in seiner wirklichen Trilogie geschaffen. Es gab ja den Lindberg, die Maus, die über den Atlantik fliegt. Es gab Armstrong, die Maus, die zum Mond geflogen ist. Und jetzt gibt es Edison, also eine kleine Maus, die sich ein Unterseeboot baut. Und zwar deshalb, weil sie einem Geheimnis auf der Spur ist, um ja, ein versunkenes Schiff zu bergen. Beziehungsweise, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel für eine kleine Maus. Bergen kann sie das nicht, aber es geht um eine Schatzkiste, die mit einem Schiff vor langer, langer Zeit untergegangen ist. Das hat die kleine Maus erfahren, weil, wie wir wissen, diese kleine Maus ja so fleißig ist und eine studierte Maus ist, die an die Mause-Universität geht und da entdeckt hat, ist übrigens auch sehr schön, sie geht nicht nur an die Universität, sie geht auch in richtige Buchhandlungen, wo es viel zu entdecken gibt. Und da hat sie eben herausgefunden, dass es dieses untergegangene Schiff gibt mit dieser Schatztruhe, die geborgen werden muss. Wobei sie gar nicht weiß, welcher Schatz das ist. Erstmal jedenfalls nicht. Aber wir wissen, was es für ein Schatz ist, dass wir uns auch in der Dunkelheit bewegen können. Und dass Herr Edison, um den es geht, und die Erfindung seiner Glühbirne, dass ohne diesen Schatz es moderne Technik überhaupt nicht geben würde. Weil, tja, wie soll man sich denn am Mond oder unter Wasser oder an allen versteckten Erdteilen und Teilen dieser Erde bewegen, wenn wir kein künstliches Licht hätten? Also das ist die Aufgabe, die die kleine Maus hier erfüllen muss und auch tatsächlich wunderbar am Ende erfüllen kann. Und das alles ist wieder ein richtig dickes, buntes, herrliches Buch mit den fantastischsten Illustrationen, die man sich nur vorstellen kann, in Bezug auf selber die Welt entdecken, als Leser dieser Geschichte die Welt selber entdecken. Ja, wenn das nichts ist. Also diese Trilogie, das braucht eigentlich jedes Schulkind, nicht nur kleine Jungs, nicht nur kleine Mäuse, sondern auch kleine Mädchen und vielleicht auch die Erwachsenen dazu, können sich auf die Reise machen, um in alle entlegensten Gegenden der Welt sich zu träumen, ja, und auch wirklich dahin zu kommen. Denn das ist ja der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht nur darum, auf den Mond zu fliegen und dann auf die Erde runter zu gucken. Das finde ich übrigens eine irre Idee, dass die Leute, die auf den Mond geflogen sind, als das Allerbemerkenswerteste finden, dass man auf die Erde zurückschauen kann. Tja, weil auf der Erde spielt sich ja unser Leben ab und unsere Abenteuer. Und die Erde bietet immer noch in allen Kleinigkeiten unendlich viel zu entdecken. Ja, aber um das alles zu tun, brauchen wir natürlich ganz viel Technik. Und die Geschichte der Technik hat ja nun den ersten großen Schock erlebt, als das Schiff untergegangen ist. Das Unsinkable Ship. Das ist wirklich das Allerinteressanteste, dass tatsächlich ganz viele Menschen davon überzeugt waren, dass diese Titanic, über die wir hier ein herrliches Buch haben, illustriert von Steve Noon, der wirklich einer der Illustratoren ist, der unendlich vielschichtig hier, ich will es mal gerade mit diesem Bild hier nochmal zeigen, das Innenleben eines Schiffes so lebendig machen kann, dass man wirklich mit dabei ist. Das ist übrigens trotz allem kein wirkliches Horrorbuch, sondern es geht tatsächlich erstmal um dieses prachtvolle Schiff. Hier kann man es fast zur Gänze sehen, wobei hier sehen wir, dass schon die ersten Rettungsboote mit von der Partie sind, denn es war unsinkable und ist trotzdem gesunken. Und zwar, tja,
Für immer verloren? Nee, für immer verloren war es nicht, aber es sind unendlich viele Menschen dabei auch ums Leben gekommen. Aber in diesem Buch geht es tatsächlich nicht nur darum, dass die Titanic gesunken ist. Das wird hier relativ freundlich, diskret behandelt, sodass man Kinder nicht erschreckt, obwohl es trotzdem Thema ist. Aber es ist ein buntes Bilderbuch darüber, was Menschen sich alles ausgedacht haben, um das Leben zu genießen und das Reisen zu genießen und mit diesen großen Schiffen in die Welt zu fahren. Dass Technik nie unfehlbar ist, wird dann relativ deutlich, wenn wir noch ein zweites Buch zum Thema Titanic und ein drittes Buch zum Thema untergegangene Schiffe nehmen. Das ist nämlich dieses Abenteuer von Maja Nielsen erzählt bei Gerstenberg. Die Titanic, die hier jetzt tatsächlich als schon für ältere Kinder, man sieht es an der Aufmachung, als das gesunkene Schiff vorgestellt wird. Und natürlich geht es auch erstmal darum, dass es ein super prächtiges Schiff war und dass es eine herrliche Dimension war, damit nach Amerika zu reisen. Dass es aber untergegangen ist und in diesem Buch geht es jetzt auch entscheidend darum, wie man versucht hat, dieses untergegangene Schiff zu bergen. Und was für eine Technik und Abenteuerlust dazu gehört, das haben wir ja bei Edison der kleinen Maus schon erlebt. Hier sind es die Menschen, die sich unter Wasser begeben, um die Titanic zu bergen. Und von solchen Abenteuern erzählt dann eben dieses wunderbare Sachbuch über dieses Thema. Also haben wir drei Titel, die sehr positiv davon berichten, dass Technik eben doch nicht unfehlbar ist und dass unser Leben ohne Technik natürlich auch genauso wenig denkbar ist. Das ist so. Undenkbar ist es schon, aber fehlbar bleibt sie auch. Das zu erleben, ist für Kinder sehr, sehr spannend.